Willkommen zu Little Friends Dogs and Cats auf Nintendo Switch. Wir wollen heute ein wenig weiterspielen bzw. ein wenig weiter trainieren. Aber zuerst lesen wir den Brief von unserem lieben Papa. Ich war gestern im Spielzeugladen und habe ein Hündchen gesehen, das mit einem Ball herumgelaufen ist. Ich frage mich, welcher Melodie wohl gefallen könnte. Sagt mir Bescheid, ja? In Liebe Papa. Und der liebe Papa schenkt uns einen Spielzeugknochen. Dankeschön, lieber Papa. Melody ist irgendwie gerade sehr zufrieden. Aber wir werden erstmal das Katzenklo sauber machen. Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal vergessen, eine neue Frisbee-Scheibe zu kaufen. Das werden wir gleich erstmal noch machen, weil wir müssen ein wenig trainieren, wie gesagt. Wir wollen ja bald beim nächsten Wettbewerb mitmachen. Und die Melody hat noch so ein paar Problemchen mit dem Fangen. So, was gibt es heute zu essen? Wir haben ja was Neues geholt. Und zwar dieses Futter hier. Wir werden das mal testen. Wir haben ja nur eins geholt, weil die kosten ein wenig viel von dieser Währung. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Und in der Zeit, wo die beiden mampfen, werde ich mir mal kurz einen Schluck Kaffee gönnen. So, Melody ist jetzt satt und scheint zufrieden zu sein. Und Avalon ist nur satt. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Melody bürsten. So, den legen wir weg. Wenn ich mich so ein wenig erschöpft, wenn ich so ein wenig erschöpft klinge, dann liegt das daran, dass ich gerade erst nach Hause gekommen bin. Ich war 8,5 Stunden müssten das gewesen sein, heute auf den Elspe-Festival. Falls einer von euch nicht weiß, was das ist. Das Elspe-Festival ist, wie der Name schon sagt, in Elspe im Sauerland. Und dort wird auf einer ganz großen, was macht denn der Avalon da? Auf einer ganz großen Freiluftbühne wird dort Winnetou aufgeführt. So mit Pferden und Kutschen und all sowas. Da machen auch die ein oder anderen bekannteren Schauspieler mit. Also ich sag das so ein bisschen in Anführungszeichen, weil mir war der Schauspieler, der Old Shatterhead gespielt hat, nicht bekannt. Also heute habe ich mir Winnetou 3 angeguckt. Und letztes Jahr war ich bei Winnetou 2 und davor das Jahr bei Winnetou 1. Und da war, ich glaube, der Schauspieler heißt Kai Noll, spielt seit 3 Jahren den Old Shatterhand. Da gibt es ja mal so ein Programmheft bei, wo auch die, unter anderem die Schauspieler oder Schausteller vorgestellt werden. Und da stand drin, dass der Kai Noll bei der RTL-Serie Unter uns mitspielt. Hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Aber ich wurde wieder um eine Erfahrung reicher. Aber Melody ist nicht so ganz glücklich, deshalb werden wir jetzt nicht auf den Trainingsplatz gehen, sondern erstmal eine Runde spazieren. Dann wird sie hoffentlich wieder ein bisschen zufriedener. Und derzeit gönne ich mir gleich wieder einen Schluck Kaffee. Aber dann bin ich immer so, wenn ich auf den Elspe-Festival bin, dann mache ich immer diesen sogenannten Erlebnispass. Und dort bekomme ich dann Mittagessen und ich gucke mir dann jede, soweit wie es zeitlich möglich ist, jede Vorstellung an. Da gibt es ja noch eine Stuntshow, manchmal eine Vogelshow.
Dann gibt's da noch, da gab es heute eine Pferde- und Hundeshow. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, was in den Jahr angeboten wird. Und da sind ganz schnell mal so 8 bis 9 Stunden, die man dort verbringt, sind ganz schnell rum. Vom Wetter her war auch gut. War nicht zu kalt, nicht zu warm, es war trocken. Und die Besucherzahlen waren heute nicht ganz so hoch, was daran liegt, dass einmal die Ferien natürlich vorbei sind. Weil letztes Jahr und vorletztes Jahr war das Ding, wo ich da war, rappelvoll. Und jetzt war es grob 50, 60% nur besucht. Wie gesagt, die Ferien sind halt vorbei und wir sind halt mitten in der Woche. Und das war heute, glaube ich, die vorletzte Vorstellung für diesem Jahr. Aber falls ihr ein wenig für Western übrig habt oder Tiere mögt, weil ihr seht ja auch wirklich viele, viele Hunde und viele, viele Pferde, und ihr habt mal Zeit, ins Sauerland nach Elspe zu reisen, dann könnt ihr euch das Ganze euch mal gönnen. Muss ja nicht unbedingt der Erlebnispass sein, kann ja auch eine normale Karte sein. Aber ich esse da eigentlich auch immer ganz gerne Mittag. Da kann man so 3 Zeiten auswählen, wann man gerne Mittagessen möchte. Und dann wird da für ein Mittagessen, so Art Buffet nenne ich das mal. Und da gibt es dann auch Kartoffeln und Nudeln und Salate und im Normalfall auch ganz viel gegrilltes Fleisch. Da ich ja kein Fleisch esse, also da ich ja Vegetarier bin, kann ich das vorher angeben bei der Kartenreservierung. Und dann bekomme ich extra was Vegetarisches. Das ist richtig nett und schmeckt auch richtig gut. Das ist, ich nenne es mal so ein Gemüseburger, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären kann. Und das schmeckt richtig gut. Und ist auch sehr schön, dass die sowas anbieten. So, das war meine kleine Erzählung vom heutigen Elspe-Festival. Natürlich kann man da auch ganz viel Merch kaufen, fällt mir gerade ein. Ich habe mir da letztes Jahr so ein. Ne, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich mir so einen Cowboy-Hut da gekauft und habe mir ein Hörbuch da von Winnetou gekauft. Man kann sich dort auch Bücher kaufen oder allen anderen Schnickschnack. Heute habe ich für ein paar Leute so ein paar Mitbringsel mitgebracht. Für den einen habe ich. Entschuldigung. Für den einen habe ich so ein Holzmesser geholt, für die andere so ein Armkettchen. Also man kann so ein paar Leuten da auch so eine Kleinigkeit mitbringen. Dann kann man dort noch Fotos machen lassen und all sowas. Das habe ich aber nicht gemacht. Aber genug vom Elspe-Festival. Wir sind jetzt hier gerade am Spazieren, haben unsere Aufforderungen, unsere Aufgaben erfüllt und werden gleich nochmal in den Shop gehen und nach einer Wurfscheibe gucken und eine holen, weil die letzte haben wir ja kaputt gespielt. Und wir haben ja gemerkt, die Melodie muss noch ein wenig trainieren, weil die hat häufiger mal nicht die Scheibe gefangen. Wir haben ja so grob geschätzt letztes Mal. Wir schätzten ja so zwischen 50 und 60% der Scheiben hat sie nur gefangen. Ist natürlich für den Wettbewerb viel zu wenig. Und deshalb werden wir noch ein wenig Geduld haben und dann uns beim nächsten Wettbewerb halt ein bisschen später anmelden. Die Zeit nehmen wir uns und dem Tier. Sollte ja nicht Problem werden. So, jetzt haben wir gleich den Spaziergang auch schon hinter uns. Ich glaube, da gehen wir doch mal hin. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. So, das war der Kaffee und Spaziergang, betten und nach Hause gehen. Jawohl. Und dann gehen wir jetzt erstmal in den Shop. Und gucken mal nach einer Wurfscheibe. Ich weiß noch nicht wo. Tierfutter? Ja, kann ja nur da sein. Bälle und Knochen. Da, Wurfscheiben.
So, wir brauchen eine mit mittlerer Reichweite, mit großer Reichweite. Ich habe leider nur vergessen, welche das war, die wir letztens. Hatten. Mittlerer, kurzer, mit großer. Die nehmen wir hier. Kostet auch ein bisschen mehr. Und dann nehmen wir aber trotz alledem noch die hier mit. Ist ja für Anfänger geeignet, steht da. Dann testen wir die jetzt erstmal. Melody, wir testen heute, auch wenn er gerade da so brav sitzt. Wir werden mal beide neuen Wurfscheiben mal testen. Mal gucken, mit welcher sie besser zurechtkommt. So, mein Kaffee eben ausgetrunken. Und jetzt gucken wir mal. Die haben wir gerade geholt, die für Anfänger empfohlen ist. Und die hier. Ich würde sagen, wir testen mal ein paar Mal die hier und dann ein paar Mal die andere, die wir noch geholt haben. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Melody, halte ich bereit. Acht Meter. Das ist aber nicht so viel. Weil mit der Einwurfscheibe kamen wir ja so zwischen 12 und 15 Metern. Und wenn wir die 15 Meter auch wieder kriegen könnten, wäre das eigentlich schön. Habe ich mal ein bisschen fester versucht, mit dem Joy-Con zu werfen. Vielleicht lag der Wurf gerade an mir. 11,6 Meter. Wir testen auf jeden Fall gleich noch die andere, die wir geholt haben. Vielleicht ist die ein wenig besser von der Reichweite. Meter, nee, das geht auch. Dann lag das gerade an meiner schlechten Wurftechnik. So, Melody, halte ich bereit. Aber diese Anfängerwurfscheibe scheint sie besser zu fangen, weil bisher hat sie ja von drei Würfen alle drei gefangen. Mal gucken, wie das gleich mit der anderen Scheibe ist. Nur das Problem ist ja, ich kann ja bei dem Wettkampf keine Wurfscheibe auswählen. Weil wenn man wüsste, dass sie jetzt mit dieser Wurfscheibe gut zurechtkäme, dann würde man ja eher diese Wurfscheibe nehmen. Als eine, die vielleicht 2-3 Meter weiter fliegen könnte, aber diese halt nicht immer fängt. So, die nehmen wir jetzt hier nochmal und dann wechseln wir gleich nochmal die Wurfscheibe. Da würde ich sagen, mit jeder Wurfscheibe mal 5 Würfe. So, jetzt hat sie ja von 5, hat sie ja alle 5 gefangen. Das ist ja eine richtig gute Quote mit 100%. Jetzt wollen wir mal schauen. Die andere hier, das war die. So, Melodie. Mal schauen, wie du mit der Scheibe klarkommst. Ah, 12,4 Meter. Hat sie auch gefangen. Auch dafür gibt es ein Lob. Wo ist denn mein Mädchen? Da ist sie. Meter. Und sie hat ihn gefangen. Jetzt waren wir über 15 Meter und sie hat ihn gefangen. Sehr, sehr gut, mein Mädchen. Dann gehen wir mal in diese Richtung wieder. Heute bisher scheint sie ja ganz gut drauf zu sein. So, zwei Würfe machen wir damit noch. Meter. Und der letzte Wurf für heute, mein Mädchen.
13,9 Meter und unsere gute Melodie hat dort eine Fangquote von 100% gehabt. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Muss man sie ja wirklich heute sehr, sehr loben. Da ist sie, stolz wie Oscar. Ah, wir gucken mal eben. Sie spielt, glaube ich, jetzt mit dieser Spieluhr. Ich wette, dass sie gleich vor Angst zurückspringt, weil sie sich erschreckt. Nee, doch nicht. Ja, da hat sie jetzt ein wenig mit der Spieluhr gespielt. Weil ich weiß, einmal hatte sie sich richtig erschrocken. Da ist sie richtig zurückgewichen oder so richtig zurückgesprungen. Und mit diesem wunderbaren Bild von unseren beiden Lieblingen verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.